Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Ja, wir haben letztes Mal das Mysterium der verschwundenen Menschen hier in der Broken Hill gelöst. Und wir gucken jetzt mal, ob unser Freund hier illegale Sachen dabei hat. Und wie illegal. Oh Gott. Scheiße. Du bist aber ganz cooler, ne? Ach, nur für 135. Deine Mission, den Garten Eden zu finden und in dein Dorf zurückzubringen, ist gescheitert. Oh, wem interessiert das denn? Egal. Ich habe jetzt so glücklicherweise abgespeichert. Wir machen das nochmal. La 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 la. Na, ich wollte alle stehlen. Dankeschön. So. Alle illegalen Gegenstände konfisziert. Okay, tauchen nochmal mehr Leute auf. Warum nicht? So, ich muss aber zurück jetzt zu der Mine. Ach nein, ich muss erstmal nach Reno und Schuhe kaufen. Oh Gott, dieser scheiß Spruch. Ja, nach New Reno und Ersatzteile holen. Wo ist denn hier Reno? Ach, da hinten. Mensch, ist ja gar nicht so weit weg. Natürlich. Du begegnest einigen Mafiosi im Kampf. Muss ich die angreifen oder darf ich sie angreifen? Sollte ich sie angreifen? Toilettenpapier. Tschüss. Trottel. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt angreifen sollte oder lieber nicht. Ach komm, ich mache es mal. YOLO. Scheiße. Ja, wenigstens trifft der. Aua. Vielleicht mag uns ja dann der Gangsterbus da hinten. Hey, du bist heute wieder so ein Genie. Bloß nicht versuchen zu treffen. Ich will ehrlich gesagt das Gewehr haben. Auch nur um es zu verkaufen. Ach du Fotze. Hey, bleib hier. Na, seid ihr jetzt friendly? Oh, Geld. Oh, Geld. Oh. Abgezogen. Noch mehr Flammenwerfer. Ja, natürlich habe ich meine Straffähigkeit erreicht. Hallo? Na, was haben wir denn da? Ja, weiß ich doch nicht. Schaden machst du? 20 bis 33. Ich hab keine Muni für Scheiße. Ja, wer seid ihr denn? Wisst ihr, was ich brauche? Ich war vor oben, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Aber zuvor gebe ich mal ficken Stimpack. Nein. Achso, ich hab schon eins verwendet. Ja, okay, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht umbringen. Mit Fallout 1 konnte man das, glaube ich. Keine Ahnung. Was heißt denn dabei, Schnucki? Geld. Soll ich's mal wagen? Ach komm. YOLO. Du mich auch spielen. Getroffen. Aua. Aua.
treffe nicht den Neger mit Hut an, Fick. Ja, ihr könnt euch natürlich 20 Mal in einer Runde bewegen, ist ja schon verständlich. Stirbst du auch? Du bist so dumm. Bin ich jetzt tot? Ja, du bist so schlau. Geil, keine Muni mehr anschaust. Er hat ein Scharfschützengewehr, scheiße. Das wirst du schon nicht schaffen, Big Boss. Und tschüss. Oh nein, ich habe keine Muni mehr. Perfekt. Hahaha. Und hier gleich mal ein Stimpack fressen. Und noch eins. Ach, natürlich stirbst du nicht. Naja, du nennst Dauerfeuer. Haha, kaputt gemacht. Na, scheiße. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine schlaue Idee war, aber hey, ich habe ihn umgebaut. Na, dieser scheiß Mafioso-Knarri. Ey, ohne Witz. Komm mal her. Du kriegst mal ein bisschen Müll. Die würde ich gerne behalten, aber dafür haben wir keine Munition. Das ist so ein bisschen problematisch. Nee, haben wir. Du hast ja nur 10 mm und die Scheiße. Moment mal. Guck mal. Wie fährst du? Dann gib mir mal 2 ab. Dann kriegst du von mir so die Diegel, das ist mir doch scheißegal. Und. Ach, hier frisst den Schrott von mir auch noch. Kannst mir jetzt die Zange alle in den Arsch stecken. 3. Ich hab da noch Desert Eagle Muni, scheiß drauf. Bitte schön, da zu schießen. Ja, das sollte hinhauen. Krampfkontrolle. Beste Waffe und die beste Rüstung. Eieie. Gut, nee, nicht tauschen. Ich wollte eigentlich, dass du dich verpisst. Tschüss. So. Jetzt habe ich ja theoretisch Munition dafür. Jawohl. Geil. Du haust nicht ab, mein Süßer. Ich will schließlich noch deine Waffe haben. Oh, ey, wenn Fick damit umgehen könnte, ne? Na wohl, es ist ja ein Gewehr eigentlich. Eigentlich ist es ja ein Gewehr, ne? Also so theoretisch. Ne, warte mal. Habe ich dafür auch Munition? Ich schätze mal nicht. Was brauchst du denn für Munition dafür? Doch, 230, ja. Ne, Munition nur für 6, ja, na gut. Dann, nicht, ne? Was hast du für Munition? Habe ich aber sowieso nicht. Gut. Auch nicht so schlimm, kann man zur Not auch noch verkaufen. Hey. Ich schätze, das war ungefähr so die dümmste Sache, die ich jemals hätte machen können, aber scheiß drauf. YOLO, ne? Kennst du? Ich sage ja, so wie man Fallout 2 nicht spielen sollte. Hat der verwendet so geile Knarre, hallo? Können uns gar nichts mehr. Okay, vielleicht will ich doch nicht nachts bis ja, zur Heilung der Gruppe kommen. Interessante Geräusche. Nee. Aber Fick soll sich ja auch so ein bisschen ausruhen können, der Süße. Der kleine Süße raus in Matzo, 22 Uhr. Gut. Willkommen, Joreno. Die ziehe ich gleich wieder aus. Nur her mit euch, Beutefreunde. Achso, das ist ein Casino, nee, auf Casino. Oh, das ist doch kein Casino. Egal.
Wohin wollte ich denn eigentlich? Ach hier. Ich habe Frauen, die machen aus dir einen richtigen Mann und kosten nur ein paar Chips. Das ist schön. Das sind sehr interessante Frauen. Muss man dir ja mal lassen. Willst du dich mit mir anlegen, Typ? Ich bin ein Kraftwerk voll mit Jet. Ich mach dich fertig. Sicher doch. Eigentlich suche ich ja auch nur den einen Händler. Mehr will ich hier eigentlich auch gar nicht in Reno. Das reicht mir, glaube ich, schon. Ich habe schon, glaube ich, genug gesehen. Wow, hat sich ja einiges verändert, als ob du jemals hier warst. Ist denn das hier für ein Cracklabor? Also, ich bitte dich. Ach, guck mal einer, schau. Aha. Das Casino ist drin, sprich nicht mit mir. Warum nicht? Ist ja interessant, also Reno ist so Little Las Vegas, ja. Faszinierend, schätze ich. Na gut, warum auch nicht? Ich werde mir nicht die Mickey Mouse Ohren aufsetzen. Lol, lol, lol. Den Schlägern hier irgendwas rauben. Ups. So eine kleine Waffe für seine fette Hand. Guck mal, schießt hier in den Kopf. Bringt bei dir sowieso nicht viel, weil es da ja nichts drin war, naja. Ich will die Munition haben. Scheiße. Ist ja gut, Schnucki. Deine Mami hol ich ja gleich wieder ab. Aus dem Kinderparadies. Ach, scheiß drauf. Ja, ist okay. Du bist die coolste hier. Ja, 100.000 Punkte. Da nehme ich nicht, das ist mir doch egal. So, was geht hier drin ab? Wie die schon aussehen. Ich bin kein Sklavenhändler mehr. Nee, du bist ja bestimmt ein Nutte. Nö, wenn sie im Sklaven bin, ich nicht der richtige aussprechen, mein Little Jesus. Haha. Und die denken also immer noch, ich bin ein Sklavenhändler. Ja. Ja, mit der Kohle. Ist auf jeden Fall ein interessanter Laden. Ich suche eigentlich auch nur diesen komischen Gebüschhändler. Vielleicht kommen wir irgendwann anders nochmal hier hin. Aha, Reno, the biggest little city in the world. Interessant. Guck mal, was der andere Abschnitt der Stadt zu tun hat. Golden Globes Porn. Oh, Porno. Da will ich rein. Hallo, ich will einen Pornofilm sehen. Oder auch drehen. Je nachdem. Ja, geh doch mal rein. Das sind meine Sklaven. Ja, interessiert mich doch nicht. Will ja auch nur mit denen rummachen. Mehr will ich ja gar nicht. Alle Süße. Lass mich bitte in Ruhe. Ich versuche gerade meinen Text zu lernen. Oh ja. Spritze noch so ein SM-Spielchen. Hey, ich will mitmachen. Jeder und F sind das erste nächste Woche dran. Ich wollte auch Sex, Sex, Sex haben. Das ist aber enttäuschend. Ich möchte bitte mal runterscrollen. Geht das nicht? Warum nicht? Ist ein interessanter Absteiger. Mann, wo ist denn hier? Ah, ist halt. Nee, doch nicht. Ich suche diesen komischen. Hier ist noch so ein Club. What the fuck? Wie viele Clubs gibt's denn hier? Was?
Was? Ach so, es ist ein Regenfeld. Ja, ist ja auch spannend. Wo ist denn dieser blöde Händler? Der ist wahrscheinlich am Arsch der Welt. Wollen wir uns mal so eine Note nehmen? Denke ich nicht. Hier geht's wieder raus aus der Stadt. Verdammte Scheiße. Und du bist bestimmt wichtig. Na gut, dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 2 wieder. Bis dahin, tschüss.